Es gibt viele Geschichten über den Krieg. Besonders bewegen jene, in denen junge Menschen vor eine grausame Wahl gestellt werden, zu töten oder zu sterben. Am 14. November 1965 wurden amerikanische Soldaten in das Yat Drang-Tal eingeflogen. Die Vietnamesen nennen es heute das Tal des Todes. An diesem Ort wurde der Krieg in Vietnam entfesselt. Es gab viele Opfer in diesem Krieg und hinter jedem steht ein anderes Schicksal. Bill Beck war der Sohn eines Stahlarbeiters. Tony Nadal absolvierte die Militärakademie in West Point. Henry Herrick war Footballspieler. Die meisten von ihnen waren Wehrpflichtige. Viele noch zu jung, um wählen zu dürfen. Sie setzten ihr Leben für einen Krieg aufs Spiel, bei dem sie glaubten, die Freiheit zu verteidigen. Ich war 22. Viele erst 18 oder 19. Für sowas muss man wohl jung sein. Es ist, als ob man würfelt. Einige schaffen es, andere nicht. Das Kommando bei dem Einsatz hatte Lieutenant Colonel Harold Moore. Ich hatte meinen Männern klargemacht, dass wir kämpfen werden. Einige von ihnen würden sterben, andere verwundet. Aber ich würde jeden wieder nach Hause bringen. Niemand bleibt auf dem Schlachtfeld zurück. Das 1. Bataillon des 7. Kavallerieregiments hatte einen einfachen Auftrag: den Feind finden und töten. Sie wurden mitten in der Wildnis ausgesetzt. Die nächste Straße war etwa 28 Kilometer entfernt. Die Amerikaner kannten die strategische Bedeutung des zentralen Hochlands. Es war wichtig zur Herstellung der Sicherheit über Südvietnam. Was sie nicht ahnten, 2000 Soldaten der nordvietnamesischen Armee warteten bereits auf sie. Als die jungen Männer aus den Hubschraubern sprangen, stellten sich wohl einige diese Fragen. Was bedeutet es zu sterben? Was bedeutet es zu töten? Und wie kann ich überleben? Die Kapazitäten der Hubschrauber reichten nur für 80 Soldaten und ihre Ausrüstung. Es dauerte Stunden, bis das ganze Bataillon eingeflogen war. Meine größte Sorge war, dass ein Angriff erfolgte, bevor die Truppen gelandet waren. Wir sicherten das Gelände. Die B-Kompanie nahm einen Gefangenen. Der Dolmetscher sagte, dass sich drei Bataillone der nordvietnamesischen Armee in den Bergen aufhielten. Sie wollten unbedingt kämpfen, konnten aber keinen Amerikaner finden. Als Colonel Moore von den Bataillonen hörte, brauchten wir sie nicht mehr zu suchen.
Sie hatten uns schon gefunden. Innerhalb von 20 Minuten waren wir in ein schweres Feuergefecht verwickelt. Harold Moore erkannte, dass er mit so wenigen Männern die Landezone nicht verteidigen konnte. Er befahl daher einen sofortigen Angriff gegen die vorrückenden feindlichen Truppen. Ich sah Soldaten der nordvietnamesischen Armee. Es war das erste Mal in meinem Leben. Ich hatte große Angst, aber dann setzte das Adrenalin ein. Wir hatten bereits nach einer Minute ein halbes Dutzend Tote und Verwundete. Junge Soldaten durchlaufen drei Phasen. Zuerst wollen sie beweisen, dass sie mit der Situation umgehen können. Dann realisieren sie, dass Menschen sterben. Dann, dass sie sterben könnten. Es ist zu schrecklich, um es vergessen zu können. Wenn jemand sagt, dass der Krieg einen nicht verändert, lügt er. Es war ein langer Nachmittag und ich musste schwere Entscheidungen treffen. Und mitten in einer Schlacht bleibt dafür nicht viel Zeit. Harold Moore war Absolvent der Militärakademie West Point und hatte schon Einsätze in Korea hinter sich. In solch einer lebensbedrohlichen Situation kann ein junger Wehrpflichtiger jedoch auch leicht die Übersicht verlieren und eine falsche Entscheidung treffen. Lieutenant Henry Herrick traf eine falsche Entscheidung. Herrick sah ein paar Nordvietnamesen auf der Flucht. Er befahl seinem Zug die Verfolgung und entfernte sich dabei etwa 70 Meter von den anderen. Sie erkannten ihren Fehler sofort, konnten Herrick aber nicht mehr stoppen. Der Zug lief in die Falle. Herricks Zug geriet unter schweren Beschuss. Die Einheiten der nordvietnamesischen Armee begannen damit, ihn einzukreisen. Nach kurzer Zeit waren die ersten Soldaten tot. Ein Rückzug war nicht mehr möglich. Lieutenant Henry Herrick wurde in dem Gefecht tödlich verwundet. Schwer verletzt übergab er sein Kommando an Sergeant Ernie Savage, nachdem die beiden ranghöheren Soldaten auch gefallen waren. Bereits zwei Stunden nach der Landung im Yah Drang Tal war die Mission zu einem Albtraum geworden. Herricks Zug war ungefähr 150 Meter vom Rest der Kompanie entfernt. Und sie hatten hohe Verluste. Lieutenant Herrick war getroffen und tödlich verwundet, ebenso wie Sergeant Palmer. Der 21-jährige Sergeant Ernie Savage hatte nun das Kommando über den Rest von Herricks Zug. Herrick
Die Nordvietnamesen begannen nun an mehreren Stellen anzugreifen und es waren bisher nicht mal 150 Mann eingeflogen worden. Ich musste die Landezone sichern und gleichzeitig angreifen, um dem abgeschnittenen Zug zu helfen. Dabei bestand die Gefahr, dass ihre Stellungen einfach überrannt würden. Mit seiner Hubschrauberstaffel hatte Bruce Crandall die gefährliche Aufgabe, das Bataillon einzufliegen. Der Feind war in der Landezone und zielte sehr genau. Einem Besatzungsmitglied wurde in den Hals geschossen und mein Funker getötet. Bruce Crandall unterschied sich in seiner Einstellung von vielen anderen Piloten. Er lud die Soldaten nicht einfach irgendwo ab, sondern betrachtete auch die Bodentruppen als seine Männer. Ich wollte, dass die Infanterie überlebte, soweit ich das im Griff haben konnte. Die ersten Einheiten konnten noch ungehindert landen. Doch bald wurden sie bereits in der Luft beschossen. Ein guter Freund von mir war in dem anderen Hubschrauber und normalerweise alberten wir immer rum. Aber diesmal ging er nicht darauf ein. Du weißt, dass da unten geschossen wird. Und nach der Landung schießen sie auch auf dich. Captain Edwards brachte seine Kompanie in Position und wurde sofort angegriffen. Es ist schwer, den Kampf zu beschreiben. Ich erinnere mich vor allem an den Lärm. Beim ersten Mal unter Feuer fühlt man sich unbesiegbar. Man hat noch keine Ahnung. Dann sieht man, wie jemand getroffen wird. Oder es passiert einem selbst. Man begreift, dass es jedem passieren kann. Harold Moore musste nun die Flanken sichern. Dazu schickte er einen Zug in ein ausgetrocknetes Flussbett. Sofort begannen die Nordvietnamesen auch hier anzugreifen. Bill Beck und Russell Adams fanden sich am Ende der amerikanischen Linien wieder. Sie wussten nicht, dass nur ihr schweres Maschinengewehr die Nordvietnamesen davon abhielt, die amerikanischen Einheiten zu überrennen. Wir saßen auf dieser Lichtung fest. Wären wir aufgestanden, wären wir sofort erschossen worden. Und langsam ging uns die Munition aus. Um Munition zu holen, steht Bill Beck auf und rennt um sein Leben. Die Welt stand still. Ich habe keine Geräusche gehört. Es war wie ein Albtraum. Auf dem Weg zurück wurde ich die ganze Zeit beschossen. Man kann die Kugel nicht aufhalten. Plötzlich warf jemand eine Handgranate. Es war eine Sprenggranate. Eine Splittergranate hätte mich getötet. Ich entdeckte zwei Vietnamesen an einem Hügel und einen GI direkt auf der anderen Seite. Die konnten sich nicht sehen. Ich nahm meine 45er und schoss. Ich wollte nun zu Russell. Da sah ich jemanden im Gras liegen. Er versuchte etwas zu trinken, aber seine Feldflasche war leer. Er war in die Brust getroffen und starb in meinen Armen. Die Kugeln flogen über meinen Kopf. Dann wurde Russell getroffen. Ich hatte Todesangst.
Er erlitt einen Kopfschuss. Das war das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Er war mein Freund. Er konnte nicht mehr sprechen. Ich brach zusammen und weinte. Ich dachte, das war's. Sie werden mich töten. Bill Beck wäre fast in Panik ausgebrochen. Doch um zu überleben, musste er weiterkämpfen und übernahm das Maschinengewehr. Eine gefährliche Entscheidung. Um die Soldaten auf ihre schrecklichen Einsätze vorzubereiten, trainieren sie häufig das Verhalten in ausweglosen Situationen. Die Soldaten sollen die Kraft finden, pragmatisch zu handeln und, wenn es sein muss, über sich hinauszuwachsen. Harold Moore hatte die meisten seiner Leute selbst ausgewählt. Nun waren sie tatsächlich in einer scheinbar ausweglosen Situation. Auf einen von ihnen kamen 5 nordvietnamesische Soldaten. Bill Beck sollte dem MG-Schützen nur assistieren. Dass er selber einmal feuern müsste, war nicht geplant. Man vergisst die Angst irgendwann. Ich dachte mir, dann sterbe ich eben. Plötzlich hatte ich eine Ladehemmung. Ich dachte sofort, wir sind alle tot. Ein Albtraum. In so einer Situation gibt man entweder auf oder man kämpft weiter. Hätte er den Feind nicht aufgehalten, wäre die linke Flanke überrannt worden. Dann könnte ich heute nicht mehr mit Ihnen reden. Ein 21-Jähriger hat das Bataillon gerettet. Die Lage wurde auch für Sergeant Ernie Savage und den isolierten Zug gefährlich. Es waren nur noch 8 von uns unverletzt. Savage musste die Artillerie auf die eigene Position feuern lassen. Ihre einzige Chance. Colonel Moore gab mir über Funk den Befehl, mit der B-Kompanie den Zug zurückzuholen. Als der Befehl eintraf, hatten die Männer schon 3 Stunden gekämpft und waren erschöpft. Ich versuchte, sie zu motivieren. Da ist ein Zug abgeschnitten, es sind eure Freunde, wir müssen sie rausholen. Bill Beck verließ seine Position und schloss sich wieder der Kompanie an. Ich fühlte mich wieder sicherer. Nicht sicher, aber sicherer. Ich dachte, hier können wir erstmal bleiben. Dann kam der Captain und befahl den Angriff. Zum Schluss rief ich im Befehlston: Bajonette aufpflanzen! Bajonett auf Pflanzen bedeutete für uns Nahkampf. Als West Point-Absolvent und ehemaliges Mitglied der Special Forces wusste Tony Nadal, dass eine Befreiungsaktion gefährlich ist. Er wusste auch, dass seine Männer am Ende waren und es bald dunkel werden würde. Aber ohne sie hatten die Eingeschlossenen keine Chance. Sergeant Jack Gell fiel tot zu Boden. Man trauert um jeden Kameraden, aber er war mein Freund. Doch der Kampf war in vollem Gange. No!
Die kamen direkt auf uns zu. Sie waren kompromisslos und furchteinflößend. Und sie wollten uns töten. Der Gegner rückte im hohen Gras vor und ich merkte, dass wir da nicht durchkommen. Die anderen waren in der Überzahl. So würde ich die ganze Kompanie verlieren. Ich holte die Erlaubnis ein, mich zurückzuziehen. Ich verlor die Hälfte meiner Männer. Ich sollte zu diesem Zug vorstoßen, aber als ich merkte, dass das unmöglich ist, fühlte ich mich niedergeschlagen und war völlig entmutigt. Wir hatten sie da draußen in großer Gefahr allein gelassen und ich war mir nicht sicher, ob ich sie lebend wiedersehen würde. Die Verzweiflung bei Nadals Männern wuchs, als sie erkannten, dass sie ihren Kameraden nicht helfen konnten. Es wurde dunkel und die Überlebenden des abgeschnittenen Zugs blieben auf sich gestellt. Sie verteidigten ihre Stellung in der Hoffnung auf Unterstützung. Zunächst flauten die Kämpfe ab. In weniger als 12 Stunden waren in der ersten Schlacht des Vietnamkrieges 85 amerikanische Soldaten tot oder verwundet. Ein Reporter ließ sich für die Story einfliegen. Aus dem Hubschrauber konnte ich diese kleinen Lichter sehen und ich fragte meinen Nachbarn, was das ist. Er sagte, dies sei die Verstärkung der Nordvietnamesen. Ich zählte mehrere hundert Lichter, die den Berg runterkamen. Joe Galloway wurde schnell klar, wie brutal die Kämpfe gewesen sein mussten. Jemand rief uns zu, wir sollten aufpassen, wo wir hintreten, da überall Leichen liegen. Colonel Moore begrüßte mich und sagte, dass er nicht für meine Sicherheit garantieren könne. Ich antwortete, dass ich selbst auf mich aufpasse. Ich erinnere mich, dass sie mit Pfeifen und Hörnern kommunizierten. Wir hörten sie die ganze Nacht. Sie waren immer noch da und würden auch nicht abziehen. Wir feuerten Leuchtraketen. Plötzlich wurde es taghell und die Schatten veränderten und bewegten sich. Man wusste nicht mehr, was ein Schatten war und was ein feindlicher Soldat. Wir dachten an unsere Freunde, die abgeschnitten waren, und hörten entferntes Gewehrfeuer. Wer schoss auf wen? Die nordvietnamesischen Soldaten kontrollierten den Dschungel. Den Überlebenden des abgeschnittenen Zugs wurde langsam klar, dass sie bis zum Morgen alleine durchkommen mussten. Als es Nacht wurde, machte ich mir große Sorgen wegen ihrer Munitions- und Wasservorräte. Sie kauerten auf dem Boden und kämpften um ihr Leben. Der Feind wollte sie überrennen. Es gab mehrere Angriffe in dieser Nacht. Nach dem dritten oder vierten vergruben sie sich in der Erde. Manchmal stand der Feind direkt über ihnen oder sie schossen ihn in den Rücken. Es ist sehr schwer mit anzusehen, wie die eigenen Freunde verletzt oder getötet werden. It's a hard loss.
Sie mussten entsetzlich leiden. Wahrscheinlich bin ich nur ihretwegen noch am Leben. Es waren alles zivilisierte Menschen, aber in so einer Schlacht zählen Werte nicht mehr. In der Nacht wurde der isolierte Zug dreimal angegriffen. Mit Hilfe der Artillerie gelang es ihnen, ihre Stellung zu halten. Ich musste die ganze Nacht an sie denken. Am nächsten Morgen sollte das gesamte Bataillon angreifen, um diesen Zug zu befreien. Über 1000 nordvietnamesische Soldaten bereiteten sich ebenfalls auf einen Angriff vor. Die amerikanischen Truppen konnten die Landezone in der Nacht halten. Lieutenant Colonel Harold Moore sandte Patrouillen aus. Es war furchterregend still. Ich wusste, dass etwas passieren wird. General Moore sagte, dass alle Kompaniekommandeure sich am Kommandoposten treffen sollten, sobald die Patrouillen zurück sind. Dann würden wir entscheiden, wie der abgeschnittene Zug befreit wird. So weit kam es nicht. Sie rannten zurück und riefen, sie kommen. Jemand fragte, wer kommt? Und sie antworteten, was glaubst du denn? Während des Angriffs war ich völlig konzentriert. Ich spürte deshalb kaum Angst. Tod, Überleben, ich war auf alles vorbereitet. Der Hauptangriff traf die beiden linken Züge. Sie waren so sehr in Kämpfe verwickelt, dass niemand ans Funkgerät gehen konnte. Ich wusste, dass ich in Schwierigkeiten war. Mein Kommandoposten war 35 oder 50 Meter entfernt. Mir ging alles Mögliche durch den Kopf. Dann liefen die feindlichen Soldaten auf uns zu. Zu fünft haben wir das Feuer erwidert. Sie kamen in Handgranatenreichweite. Gerade als ich eine geworfen hatte, traf mich eine Kugel.
Es fühlte sich an, als hätte mich jemand mit einem Baseballschläger getroffen. Ich konnte meinen linken Arm nicht mehr bewegen. Jeder, der in diesem Bereich war, wurde nun zu einem Ziel. Bob Edwards kommandierte seine Kompanie trotz der schweren Verwundung weiter. Sie hatten die Hälfte ihrer Leute verloren und standen kurz davor, überrannt zu werden. Man brachte ständig Tote. Die Luft war voller Blei. Alles, was auf die Charlie-Kompanie gefeuert wurde und nicht traf, flog zu uns rüber. Ich lag deshalb flach auf dem Boden. Wir steckten ganz schön tief drin. Wir konnten nirgends hin. Wir hatten keine Möglichkeit zur Flucht. 28 Kilometer bis zur nächsten Straße und das Gelände war voller Feinde. Da würde keiner rauskommen. Es ging um Leben oder Tod. Die nordvietnamesischen Soldaten stürmten auf den Kommandoposten zu. Ich hörte das Kommando Bajonette aufpflanzen und sah, wie sie damit töteten. Das war nicht heldenhaft, das war der Horror. Das ist Krieg, Kampf. Niemand wollte seinen Freund im Stich lassen. Sie kämpften für die Männer, die neben ihnen standen. Harold Moore wusste, dass sein Kommandoposten kurz davor stand, überrannt zu werden. Basil Plumley, sein Sergeant Major und Veteran zweier Kriege, sprach kein Wort mehr. Er ging zum Verbandsplatz, wo auch der Bataillonsarzt Dr. Carrera saß. Plumley lud seine 45er, drehte sich um und sagte: Gentlemen, Sie werden sich verteidigen müssen. In einigen Situationen kann man kein neutraler Beobachter mehr sein. Man macht mit und ist bereit zu töten. Es war ein unglaublich schrecklicher Kampf. Ich kann den ganzen Lärm und Staub gar nicht beschreiben. Als ich aufsah, wurde mein Funker in den Kopf geschossen. Mir wurde bewusst, dass ich der Kommandeur der 7. Kavallerie bin. Genau wie General Custer, der 1875 am Little Big Horn um sein Leben kämpfte. Auch wenn es ein ähnlicher Kampf war, im Gegensatz zu General Custer hatte ich Feuerunterstützung und ich rief alles herbei, was greifbar war. Der Code Broken Arrow bedeutete, dass Moore und seine Männer vor der Vernichtung standen. Nun eilte ihnen jedes amerikanische Kampfflugzeug, das in Reichweite war, zu Hilfe. Wir konnten jedes Kampfflugzeug in Vietnam anfordern und sie entfachten einen wahren Feuersturm. Es war die Hölle auf Erden. Die
Diese Entscheidung fiel ihm alles andere als leicht. Das Bombardement und Artilleriefeuer musste nahe an den eigenen Linien liegen. So nahe, dass Verluste unter den eigenen Soldaten unvermeidlich waren. In dem Durcheinander machte ein Pilot einen Fehler und warf zwei Napalmbomben auf uns ab. Ich fühlte diese unglaubliche Hitze im Gesicht. Und dann sah ich die GIs mitten im Feuer. Ich konnte ihre Schreie zuerst gar nicht hören. Aber als das Feuer ausging und die Männer zusammenbrachen, konnte ich ihre Schreie deutlich hören. Das Bombardement dauerte eine Stunde und brachte die Wende in dem erbitterten Kampf um die Landezone. Kurz darauf wurde weitere Verstärkung eingeflogen. Wir waren wie eine Familie. Soldaten kämpfen nicht für eine Fahne oder einen Präsidenten. Sie kämpfen, töten und sterben füreinander. Nach dem Bombardement breitete sich auf dem Schlachtfeld eine gespenstische Stille aus. Aber jeder wusste, dass die Vietnamesen wiederkommen würden. Ich weiß nicht warum, aber der Feind konnte keinen Keil zwischen unsere Einheiten treiben. Es war Mittag und Harold Moore nutzte die Feuerpause, um zu dem abgeschnittenen Zug zu gelangen. Mit der eingetroffenen Verstärkung konnten sich die Männer nun auf den Weg machen. Doch sie hatten wenig Hoffnung, Überlebende zu finden. Sie sahen zunächst nur tote nordvietnamesische Soldaten. Die Amerikaner waren vollständig mit Erde und Ästen bedeckt und hatten sich in kleine Löcher im Boden verkrochen. Doch auf einmal streckte jemand seine Hand nach oben. Als sie sahen, dass die Soldaten tatsächlich Amerikaner waren, kamen sie aus ihren Verstecken und wurden zur Landezone gebracht. In der ersten Stunde des Gefechts wurden 9 Soldaten des abgeschnittenen Zugs getötet. Doch nachdem Ernie Savage das Kommando übernommen hatte, verloren sie keinen einzigen mehr. Wir trafen später den vietnamesischen Befehlshaber General An in Hanoi. Er hatte befohlen, uns zu vernichten. Aber er sagte mir, dass unser Wille zu überleben stärker war als ihr Wille, uns zu vernichten. Am dritten Tag war ich froh, als der Befehl kam, dieses Höllenloch zu verlassen. Wir sollten ausgeflogen werden. Was für ein tolles Gefühl. Wir standen beisammen und sahen, wie wenige es von uns geschafft hatten. Das war erschütternd. Wir mussten an die Familien denken. Auch bei den Verwundeten wussten wir ja nicht, wie viele überlebt hatten. Es traf uns wie ein Schlag in den Magen. Man mag sich fragen, warum ich Vietnam nach all den Jahren nicht vergessen habe. Ich sehe jeden Abend meine Narben im Spiegel. Ich denke an all die Gefallenen, die Verwundeten und ihre Freunde und Familien. Wie kann ich sowas je vergessen? Ich denke nicht nur an unser Schicksal,
sondern an das der anderen. Sie starben hungrig, erschöpft und mit der Gewissheit, dass ihre Familien nie erfahren werden, wie sie starben. Wenn ich gefragt werde, was mich im Rückblick bei den Kämpfen im Yardrangtal am meisten bewegt, dann sind es die Soldaten und ihr unglaublicher Wille zu überleben. Der Kampf im Yardrangtal war die erste große Schlacht im Vietnamkrieg. Sie kostete 800 Nordvietnamesen und 79 Amerikaner das Leben. Trotz dieser Zahlen waren beide Seiten davon überzeugt, dass sie den Krieg gewinnen. Als ich mich von Colonel Moore verabschiedete, sahen wir uns an und weinten. Ich erinnere mich, wie uns die Tränen die Wangen runterliefen. Er sagte zu mir, du musst zu Hause erzählen, wie unsere Soldaten hier gekämpft haben und wie sie gestorben sind. Hier sind die beiden besten leichten Infanterieeinheiten der Welt aufeinander getroffen. Die nordvietnamesische Armee und die 1. Kavalleriedivision. Das erklärt den erbitterten Kampf. Beide Seiten lernten ihre Lektionen. Wir, wie wichtig Hubschrauber bei solchen Einsätzen fürs Überleben sind. Und die Nordvietnamesen lernten, wie sie uns bekämpfen können. Sie waren am Ende erfolgreicher. Wenn man einen so brutalen Kampf wie im Ladrangtal zusammen überstanden hat, dann ist man mit den Kameraden für den Rest seines Lebens verbunden. Ich kann es nicht beschreiben, aber sie sind immer bei einem. Ich war seitdem 7 Mal in Vietnam. General Giap sagte mir, dass sie bereit gewesen wären, noch 10, 20 oder 30 Jahre zu kämpfen, um uns aus ihrem Land zu vertreiben. Ein anderes Mal traf ich General An. Wir fuhren zu dem Schlachtfeld. Ich schenkte ihm meine Armbanduhr und er gab mir seinen Helm. Der liegt jetzt in meinem Arbeitszimmer. Ich bin mit den meisten seit über 40 Jahren befreundet. Eigentlich ist es mehr als Freundschaft. Sie bedeuten mir sehr viel. Und sie zeigen, dass Krieg nichts anderes ist als eine Verschwendung von jungen Menschenleben. Kein Krieg ist so etwas wert. Jeder Krieg ist etwas Schreckliches. Wir waren beste Freunde. Wir gingen nach Vietnam und kämpften zusammen. Einige sind nach Hause gekommen, einige andere starben. Aber es gibt auch schöne Erinnerungen. Und wir erlebten das Grauen. Eine schlimme Zeit. Manchmal kommt es wieder hoch. Es ist schwer, sich an das Gute zu erinnern, an das Gelächter und die verrückten Dinge, die wir angestellt haben. Eher kommen die grausamen Erinnerungen hoch. Als ich nach Hause kam, waren meine alten Freunde auf dem College oder hatten Jobs. Die wollten nichts vom Krieg hören oder von Toten. Ich war viel allein. Es hat Jahre gedauert, bis ich einen anderen Veteran kennengelernt habe und Erinnerungen austauschen konnte. Eine harte Zeit. Ich bin stolz darauf, dass ich in 2 Kriegen, in Korea und Vietnam, niemals einen Mann auf dem Schlachtfeld zurückgelassen habe.
Die Männer wussten, egal was mit ihnen passiert, sie kommen wieder nach Hause. Man fragt sich, wie die Soldaten auf beiden Seiten mit dem Grauen des Krieges fertig wurden. Es waren gewöhnliche Jungs, die eine grausame Wahl treffen mussten, zu töten oder zu sterben.